Was geht ab, meine Ozzy-Fighter, Osere, und heute stellen wir uns der aktuell berechtigten Frage: Super Gogeta Int oder Strength Gogeta Easy A? Das werden wir uns gleich alles näher anschauen, Freunde, uns näher betrachten, was hat der drauf, und werden sie dann quasi in einen Vergleich setzen, weil viele sich sicherlich fragen, ey, wann ist mein Easy Gogeta besser als mein zum Beispiel 100% Super Gogeta Int, also in Anbetracht auch dessen, wie viele Dupes hat man bei den jeweiligen Charakteren. Bevor wir das uns anschauen, bevor wir uns die Charaktere im Allgemeinen ansehen, Freunde, eine Sache erstmal zum Dupe-System selbst. Bei allen Gogetas, Freunde, die sehr effektiven Schaden durch ihre Passive machen, geht man auf Additional Attack, denn sie haben da mehr von, es rentiert sich einfach mehr, wenn sie eine Additional Attack starten, statt einen Crit. Warum? Denn sie machen ja vorneweg schon sehr effektiven Schaden gegen jeden, ist so gesehen ein künstlicher Crit. Deswegen geht man zum Beispiel bei einem Super Gogeta Int oder, ja, beziehungsweise kommt man bei dem Super Gogeta Int, wenn man auf Additional Attack geht, Level 15 Additional Attack, Level 6 Crit. Bei dem Strength auch eigentlich 15 Additional 11 Crit. Aber ich beispielsweise habe bei meinem Strength Super Gogeta damals, bin ich auf Crit gegangen. 20 Crit, 6 Additional Attack. Warum? Ja, damals wussten wir noch gar nichts von Extreme Z Awakens und damals gab es noch nicht den Super Gogeta Int ab, quasi ab dem Release ab von Super Gogeta Int, da er hatte auch quasi prozentualen Boost und war der erste Charakter, der sehr effektiven Schaden gegen jeden gemacht hat, mit prozentualen Boost. Ich meine, Gogeta war ja der erste Charakter, der sehr effektiven Schaden gegen jeden gemacht hat, aber vor seinem Ise hatte er einen konstanten Boost. Da konnte man schon bei dem hier jetzt, bei dem Gogeta, auf Crit gehen. Dementsprechend sitzt meine auf 20 Crit, 6 Additional Attack. Aber jetzt nach dem Easy A oder an sich, merkt euch einfach, wie gesagt, Faustregel, jeder Gogeta, der sehr effektiven Schaden macht durch die Passive, da geht ihr auf Additional Attack, den Rest auf Crit. Nach seinem Easy A geht ihr auf jeden Fall auf Additional Attack, Freunde. 15 Additional Attack, 11 Crit. Heißt, hier macht ihr mir nicht nach, bitte. Aber, wenn ihr das schon gemacht habt, wie ich, weil es eine ältere Unit, die Karte gibt es ja schon lange, ist das schlimm? Eigentlich nicht, Freunde. Also arg schlimm ist es wirklich nicht. Dann habt ihr halt 20 Crit, 6 Additional Attack. Ist wirklich nicht schlimm. Es wäre halt besser, wenn ihr auf Additional Attack gegangen wäret. Aber kann man das Ganze ändern? Das will ich euch kurz sagen, bevor wir zum Vergleich gehen, Freunde. Ja, kann man. Wenn man in das Dupe-System geht, Freunde, und hier klickt ihr auf einmal auf euren Gogeta. Wenn ihr dann auf diese Skills geht, wo ihr die ausrüsten könnt, beispielsweise hier auf Crit, da könnt ihr euch entscheiden, Additional Attack oder Crit. Dann klickt ihr einmal auf OK und dann könnt ihr diesen Pfad zurücksetzen, resetten, indem ihr entweder 10 Dragonstones verbraucht oder den identischen Charakter nutzt. Heißt, wenn ihr Dragonstones verbrauchen wollt, um ihn richtig zu skillen, um ihn auf Additional Attack zu bringen, dann könnt ihr das machen, aber pro Knoten ist es dann 10 Dragonstones oder ihr braucht pro Knoten und einen identischen Charakter. Wenn ihr Überschuss habt, dann könnt ihr den Überschuss nutzen, dann müsst ihr diesen Strength natürlich reversen, dass ihr dann quasi auch seine UR-Version oder SSR-Artwork habt, damit sie identisch Charakter ist und ihr nicht den Überschuss auf Terror-Version awaken müsst. Dann könnt ihr das auch machen. Ich werde jetzt keine Stones nutzen, ich kann damit leben auf jeden Fall, aber falls ich mal Überschuss habe, dann werde ich diesen Überschuss nutzen, um einzeln die ganzen Knoten zu resetten und dann ihn auf Additional Attack zu skillen. Falls ihr aber auch alles richtig gemacht habt, also bei ihm schon auf Additional Attack geskillt habt und trotzdem Überschuss von dem Strength habt, dann könnt ihr nach seinem ECA den Überschuss nutzen, um den hier von SA 10 auf 15 zu bringen. Ihr braucht natürlich 5 Überschüsse, aber dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr diesen Überschuss auf die Theo-Version bringt, er muss auf die Theo-Version sein, dann ist der identische Charakter, dann gibt er quasi ein SA auf den SA von dem Easy A Gogeta. Heißt, ich sag mal, ihr habt 3 Überschuss, wenn ihr dann diese drei Überschuss gemeinsam nutzt, auf SA 3 bringt, ihn dann auf die Tier-Version bringt, dann könnt ihr den hier von 10 auf 13 bringen. Und genau, das gilt halt für die Überschüsse. Freunde, ich weiß, für die manchen klingt das ein wenig irritierend wegen Überschuss, wenn ich über sowas rede, Reversen etc. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann wird es einem ganz klarer, oder wenn man ein bisschen länger Dokkan spielt, dann kann man sich, beziehungsweise dann weiß man, wovon man redet. Ich versuche es immer und immer wieder zu erklären. Ich hoffe, ich kann es auch den Neulingen beibringen, aber wegen den Begriffen müsst ihr einfach ein bisschen mal euch in die Materie versetzen, ein bisschen Zeit nehmen und euch das Ganze mal auch selbstständig anschauen. Aber diejenigen, die da schon länger dabei sind, die wissen auf jeden Fall, wovon ich gerade geredet habe. Gut! Dann kommen wir mal zum Vergleich. Gucken wir uns erstmal die Charaktere selbst an. Beide sind bei mir auf 100%. Wir klären gleich, wann und wer der besser ist als der. Super Gogeta Int
Leader Skill wissen wir, super Interaktion, Key plus 3 HP Attack 120%, Extreme in Key plus 1 HP Attack 50%. Mit der Super Attack macht er immense Damage für den Angriff und Verteidigung des Gegners. Passive ist, er bekommt auf den Angriff 120% und macht sehr effektiven Schaden gegen jeden. Links sind overall gleich, nur der hier hat Experience Fighters zusätzlich, was der Strength nicht hat, sind 10% auf den Angriff. Und dann gucken wir uns hier mal an der Stelle den Strength an. Ganz wichtiger Unterschied: Super Gogeta bekommt 5000er Stats durch das Tube System, ihr seht es. Der Strength Gogeta bekommt jedoch 7000er Stats. Schaut euch das an. So, bam. Der bekommt 7000er Stats. Warum? Weil er einer der ältesten Units ist und nachdem er ein Isei bekommen hat, bekommt er eben dadurch, dass er durch das Tube System 7000er Stats bekommt, wirklich richtig gute Stats. Das sind LR Stats. Wirklich, Freunde. 20.000 HP, über 20.000 Angriff, 10.000 Verteidigung und er ist auf Level 140 logischerweise. SA 15, das macht auch sehr viel aus. Also, das macht sehr, sehr viel aus, dass er 7000er Stats bekommt. Das merken wir uns. Leader Skill, All Types, gibt plus 3 HP, Attack Level 77%. Super Attack gleich, immense Damage, verringert Angriff und Verteidigung. Aber dieser ist auf SA 15, also seine Multiplayer sind höher auf jeden Fall. Passive ist folgendermaßen: Auf den Angriff und auf die Verteidigung bekommt er 77%. 77 hört sich vielleicht wenig an, aber da seine Stats höher sind, da seine Multiplayer höher sind, macht er wirklich guten Schaden. Und in dem Status, in dem beide sind auf 100, macht er mehr Schaden als der Super Gogeta Int. Das kann ich schon mal euch sagen. Heißt, unterschätzt ihr 77 nicht. Vorteil, was er gegenüber dem Int hat, ist, er hat einen Verteidigungsboost. Der Int hat das nicht, nämlich 77% auf die Verteidigung. Ist auch gut, sollte man nicht unterschätzen. Weiterer Vorteil, er kann zusätzlich seinen Angriff boosten. Pro Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er zusätzlich 7% dazu und macht auch sehr effektiven Schaden. Links ist, wie gesagt, Experience Fighters Fade. Und wichtig, wie gesagt, den Ending, wenn ihr das richtig machen könnt, dann geht auf Edition Attack. Also macht mir das nicht nach bei ihm, sondern geht auf Edition Attack. 15 Edition Attack, 11 Crit. So viel zu den beiden Charakteren, Freunde. Jetzt kommen wir mal zum Vergleich. Wer ist besser, wann und wann? Wenn wir uns die ganzen Charaktere, also die beiden, beziehungsweise bei diesem ganzen Vergleich, gehe ich davon aus, dass ich immer von einem Int Super Gogeta rede, der auf 100% ist. Warum? Um es einfach zu sagen, wenn dieser nicht auf 100% ist, dann kommt der EZA schon ohne Dupe an ihn ran. Deswegen. Heißt, wenn euer Super Gogeta Int nicht auf 100% ist, aber ihr habt einen Gogeta ohne Dupe, dann könnt ihr theoretisch den Gogeta ohne Dupe ohne Bedenken spielen. Okay, aber basic gesehen, standardgemäß gesehen, gebe ich dem Gogeta Isei auch so, wären jetzt beide, sage ich mal, auf 0% den Vorteil oder auf 55%, sage ich mal, ohne Dupe, dass er eine Verteidigung hat. Also ganz klar, der hat eine Verteidigung, der hat bessere Sets, tralala, und auf 55% logischerweise natürlich auch, weil er vom Dupe-System bessere Werte bekommt. Und ich gebe den einfach den Vorteil, dass er eine bessere Verteidigung hat. Denn Gogeta hat eigentlich keine Verteidigung durch die Passive. Gogeta hat zwar bessere Leader-Skill, alles andere ist mehr oder weniger gleich, aber der Gogeta Isei hat natürlich noch höhere Multiplayer. Die wichtigste Frage ist aber jetzt quasi, ey, okay, nehmen wir mal an, ich vergleiche jetzt folgendermaßen. Wie gesagt, der Super Gogeta Int ist immer auf 100%. Der Gogeta ohne Dupe, ich würde sagen, der Super Gogeta Int ist immer noch besser. Wenn der Isei Gogeta keine Dupes hat, null Dupes. Warum? Logo, der Super Gogeta Int ist auf 100%. Vom Schaden her sollte er auch mehr machen. Das werden wir uns gleich ansehen vom Schaden her. Ganz genau, von der Verteidigung her hat der Gogeta, der Isei natürlich einen Vorteil. Aber der Int, da auf 100% ist, hat einfach einen Vorteil wegen den Fähigkeiten. Er kann Additional Attacks starten, er kann Critten, er kann Dodgen. Das kann der Gogeta Isei ohne Dupes nicht, weil der hat nur Level 5 Crit. Das sind 10% für einen Crit. Also ohne Dupes ist meiner Meinung nach der Super Gogeta Int besser. Ab einem Dupe schon, Freunde, wenn der Strength schon ein Dupe hat, kommt er an dem Int ran oder, um es besser zu sagen, wird er besser als der Int. Warum? Dann hat er auch die Fähigkeit, Additional Attacks zu schatten, tralala. Aber wenn man diesen Dupe noch richtig setzt, den ersten Dupe unten rechts am besten, den zweiten oben links, dann bekommt er auch sehr gute Sets. Und ab einem Dupe schon wird er besser als der Int Gogeta. Heißt, um es einfach zu sagen, Freunde, wie gesagt, wenn der Strength Gogeta Isei schon einen Dupe hat, dann wird er besser als der Super Gogeta Int auf 100%. Und das andere schenkt sich dann natürlich logischerweise. Wenn der Strength Gogeta Isei, wenn ihr 2 Dupes habt, 3 Dupes habt, dann ist er so oder so schon besser. 4 Dupes ist er schon besser. Also auf 100% beide, wenn ich das vergleiche, ist der Strength besser. Wie gesagt, ab einem Dupe ist der Strength Gogeta Isei schon besser. Ich glaube, die Nachricht kam an. Das Ganze wurde auch berechnet auf Dokkan Reddit, Freunde. Wirklich, ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Shoutout an den Reddit-Nutzer, der das Ganze zusammengestellt hat. Er hat das mathematisch berechnet, Freunde. Wie gesagt, alle in demselben Szenario. Er hat auch immer nur den Rainbow in Gogeta genommen, weil alles andere, da wird er, ist er quasi schlechter als der Isei Strength Gogeta. Hat den Rainbow auf 100% angeschaut. Was macht er? Ohne Experience Fighters 3,1 Millionen, 3,2 aufgerundet. Mit Experience Fighters 3,4. Verteidigung ist bei 38.000.
Der Goethe ohne EZA Free Dupe hier kommt an den Schaden nicht ran. Verteidigung ist aber bei ihm besser, aber auch an sich ohne Dupe, da gebe ich den 100% einfach einen Vorteil, weil der hat die Fähigkeit vom Dupe-System. Aber von den Kalkulationen seht ihr schon, ab einem Dupe fängt der EZA Goethe schon an, besser zu werden als der 100% Int Goethe. Dementsprechend schenkt sich das alles, Freunde. Wenn euer EZA Strength Goethe einen Dupe hat, dann könnt ihr ihn auf jeden Fall nutzen. Der ist dann besser als der Super Goethe Int. Wir werden ihn jetzt noch in diesem Team showcasen und dann wäre es das quasi für dieses Video. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event vom Bro, da haben wir Typenvorteil, aber man kennt's, beziehungsweise ja, der macht ja sehr oder so, sehr effektiven Schaden gegen jeden. Man kennt's natürlich, er ist natürlich aus der Rotation, heißt, wir müssen das Ganze erstmal fixen. Wenn euch das ganze Video bis jetzt schon gefallen hat, Freunde, dann könnt ihr ganz auf jeden Fall ein Like geben und vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Falls ihr neu seid, drückt auch auf den Abo-Button, wenn euch das Ganze gefällt. Wie gesagt, ich habe jetzt leider keinen Move Hero Stealer, ich habe keinen AGL Super Saiyan Goethe, aber macht nichts, man kann auch im Fusion Team spielen. Im Fusion Team hat es den besseren Moves, im Endeffekt haben in beiden Teams 110% auf den Angriff, aber im Fusion Team bekommt er besten Verteidigungs- und Angriff-Boost. Jedoch, Freunde, könnt ihr natürlich auf jeden Fall den Boy in jedem Team spielen, in dem ihr ihn spielen könnt. Also das haben wir geklärt, sobald ein Dupe hat, ist er besser als euer 100% Super Goethe Int. Moment, boom. Und dann spielt ihr ihn einfach, weil ihr werdet gleich sehen, er ist wirklich sehr, sehr gut. Sei es in einem Fusion-Team, sei es in einem Movie-Heroes-Team, ihr könnt ihn auf jeden Fall spielen. In beiden Teams könnt ihr ihn mit LR Gogeta zum Beispiel in einer Rotation lassen. Prepare for Battle, Super Saiyan haben sie am Start, Golden Warrior, Fierce Battle, das funktioniert auf jeden Fall. Oder mit einem anderen Fusion-Charakter oder zum Beispiel in Movie-Heroes-Team mit AGL Super Saiyan Gogeta in der Rotation, funktioniert auf jeden Fall auch. Ihr werdet gleich sehen, der Junge wird wirklich sehr, sehr viel drauf haben und sehr guten Schaden raushauen. Und das Team an sich, ihr seht schon, ist da reines Fusion-Team, aber selbst das funktioniert astrein. Und zum Beispiel so werde ich dann die Rotation halten. Und vergisst nicht, ja, sowohl unser Boy, jetzt kriegt er 3 Rainbow Orbs, sowohl unser Boy Strength Creator will Rainbow Orbs, als auch der Alec Creator. Deswegen habe ich den Ghost Tanks mitgenommen, den gab es damals in Halloween aus der Stage, kommt sicherlich irgendwann mal wieder zurück. Der tut nämlich eine zufällige Farbe vom Key in Rainbow ändern, den könnt ihr mitnehmen. In dem Movie Heroes Team könnte das zum Beispiel Tech Godku sein, der macht das ja auch, dass er für Rainbow Orbs sorgt. Was kommt jetzt hier auf dem Radar? Bin ich mal gespannt, was hier jetzt abgeht gleich. Also der wird über viel machen. Das wird insane sein. Und vergiss nicht, die Goethe 2,3 Millionen. Für den Was war das gerade? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste schon, aber ich wollte drei Sachen auf einmal sagen. Für den einen mag das sein. Was? Nur 2,3? Tech-Virus und so, die kommen auf 3 oder 4? 3 Millionen, tralala. Ja. Aber wir reden hier von Goethe. Egal welche Goethe, der sehr effektiven Schaden macht, Freunde. Er macht halt sehr effektiven Schaden. Das, was auf dem Radar steht, da kommt halt mehr bei raus. Das haben wir gerade gesehen. Oder mindestens das, was da drauf steht. Bei den anderen Charakteren ist das nicht so. Weil die, Moment, auch das Ganze mal so. Weil die machen ja nicht sehr effektiven Schaden gegen jeden. Deswegen dürft ihr das auf gar keinen Fall vergessen. Und dieser Boy, der ist übertrieben konstant. Nach seinem EZA, damals als er rauskam, habe ich ihn nicht gezogen. Ich habe noch nie mit diesem Strength Goethe gespielt. Das ist das allererste Mal. So richtig gespielt, sage ich mal, weil ich habe ihn damals, als zum einigen Jubiläum rauskam, nicht gezogen, aber als er damals rauskam, hat er alles weggeklatscht, Freunde, das war ein Gamechanger. Und lange Zeit danach, also ich habe ihn so lange nicht gezogen, ich habe vor ihm schon einen 100% Super Goethe gehabt, dementsprechend habe ich den Super Goethe auf 100% gespielt, aber nachdem er sein Isel bekommen hat, wie gesagt, ab einem Dupe, wenn euer 100% Goethe auf Int, wenn er auf 100% ist und euer Strength Goethe Isel einen Dupe hat, dann spielt ihr ohne Bedenken den mit einem Dupe. Ihr könnt aber auch natürlich schon direkt den Strength Goethe ohne Dupe spielen, weil der hat halt eine Defensive. Der ist defensiver als, oh, hier haben wir 4. Ja, sehr schön, 4 Stück. 5 Stück können auch passieren, Freunde, sehr selten, aber 4 Stück reichen mir auf jeden Fall. Und genau, da könnt ihr auch ohne Bedenken den ohne Dupe spielen, weil der hat eine Defensive. Und, Freunde, so viel, der wird ihn wahrscheinlich weghauen. Jetzt bin ich mal drauf gespannt, der tankt gut. 2,4 auf dem Radar und das kommt halt mindestens bei raus, gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar, es sind sogar 2,7%, 2,7%, bevor ich allzu sehr trippe und allzu sehr meinen Mind verliere, Freunde, so viel zu dem Vergleich Super Goethe gegen Strength Goethe und dem Showcase auf 100% EZA Goethe. Wie gesagt, wenn ihr es noch machen könnt, geht auf Additional Attack, macht nicht den, ich will es nicht Fehler nennen, damals konnte man es auf jeden Fall machen, aber geht auf jeden Fall bei Additional Attack, bei jedem Goethe, der sehr effektiv Schaden machen kann. Zum Abschluss noch, zum allerletzten Mal, wenn euer Goethe Int auf 100% ist und euer Goethe
kein Dupe hat, dann könnt ihr dennoch den ohne Dupe spielen. Aber sobald dieser Easy-Strength-Köter einen Dupe hat, dann spielt ihr auf jeden Fall, also ohne Bedenken, den Strength. Natürlich, wenn ihr den in spielen wollt, macht das auf jeden Fall. Ich wollte das nur klarstellen zu der Frage, ey, wann und wann spiele ich den und den. Und wenn der Incubator nicht auf 100% ist, dann hat die Sache sich so oder so geklärt. Dann spielt ihr den Strength, ob ohne Dupe oder nicht, Freunde. So viel zu dem Ganzen. Ich hoffe, das Ganze euch gefallen. Wenn ja, gebt dem Ganzen ein Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.